Und aus diesem Grund erzähle ich Ihnen wieder meine Lieblingsgeschichte, das ist der Nudelsack. Ich kenne den Nudelsack als der bekannteste Bekämpfer vom Nudelsack. Ich habe die Ehre, das zu tragen. Ich meine, der Nudelsack, der hässliche, der nach so all die Würstchen so gemacht wird, nicht der geschmackvolle. Ein besonderer hässlicher. Sie werden das jetzt kennenlernen. Wissen Sie, Völker sind verschieden und ich bin glücklich darüber, dass sie so bleiben. Es gibt nichts Schlimmeres als die Gleichmacherei. Wir sind verschieden. Wir sollen doch froh sein, dass wir verschieden sind. Wir sollen auch lernen voneinander. Zum Beispiel, ein Araber bringt nie etwas mit, wenn er zu Besuch kommt. Höchstens ein Hunger von 2 Tagen. Weil er weiß, was auf ihn wartet bei einem Besuch. Der Besucher betrachtet sich in Arabien als Retter für Hunger. Nicht wahr? Das war in der Wüste einmal. Wenn sie einen Fremden in der Wüste sahen, der auf einen kam, der war halt verhungert. Also galt ihn 3 Tage zu füttern, ohne zu fragen nach dem Zweck seiner Reise. Erst am 3. Tag dürfen Sie fragen, das nennt man bei uns Gastrecht. Erst am 3. Tag darf der Gastgeber fragen, wohin des Weges, wo war das? Nein, bei uns ist es eine Beleidigung, wenn ein Gast etwas mitbringt. Das heißt, wir bringen ja Entwicklungshilfe, weil du sowieso nicht lohnt, wo uns nicht ernähren kannst. In Deutschland ist es anders. In Deutschland ist die Sitte wunderbar, rücksichtsvoll auf die Gastgeber, bringen die, vor allem die Gastgeberin und ihre Arbeit, bringen die Deutschen immer etwas mit. Ohne Zwang, ohne Drohung. Die bringen das mit. Käse, Wein, Kuchen, wunderbare Kuchen, eingeregtes. Und wir Ausländer haben eine Statistik, wenn du 10 Deutsche einlädst, rechne mit 3 Minuten. Also ich könnte doch einen sagen, 5, aber ich finde das für die Wissenschaft. Wir kommen, das Allerschönste, nicht der Nudelsalat, sondern die Gesichter. Es ist so, als exotisch so, hier habe ich dir einen Nudelsalat. Ich stelle das wieder an der Reihe hin. Warum Nudelsalat? Ich meine, wirklich, es gibt Völker sind verschieden. Die Araber zum Beispiel sind die großartigsten Gastgeber, aber die grausamsten Gäste. Das sagte ich, komme um 30, kommt darauf an, in welchem Jahr. Hat er nicht gesagt, das hat er gesagt, ich komme um 3. Am Dienstag, ja, am Dienstag, ja. Es gibt viele Dienstag. Und das Allerschlimmste, der kommt an irgendeinem Dienstag um 7, strahlend, irgendwie. Er kennt das Wort gewissen bis nicht. Wieso? Freue dich, dass ich gekommen bin, ja, man kommt überhaupt. Die Deutschen sind anders. Sie sagen um 3, die kommen um 3, manchmal sogar 10 vor 3. Weil kein Stau da ist. Man ist noch nicht fertig, ich stehe schon da. Die Araber, diese wunderbare Gastgeber, wenn sie als Gäste wie Monster werden, sie. Die sagen, wir kommen zu 4, statt zu 4 zu kommen. Kommen Sie zu 40 vor lauter Begeisterung. Sie bringen die Nachbarschaft mit und auch sogar manchmal Ihre Gäste. Vor lauter Begeisterung. Und das Allergrößte, die sagen das dem Gastgeber, nicht damit die Überraschung freudig auf werden. Sagen das nicht. Man macht die Tür auf. Also, ich habe jahrelang gefragt, warum der Arbeiter begrüßen die Hand aufs Herz. Antworten von idiotischen Ethnologen. Man gerade das herausgefunden, die Araber grüßen und legen die Hand, damit sie zeigen, dass sie ohne Waffe ist. Viele Araber sind aber linkshänder. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist das. Man macht die Tür auf und will das Herz zusammenhalten, damit es nicht vor Freude explodiert. Man will diese Wirkung. Also er sagt nicht ehrlich, was habt ihr vor, jemanden zu überfallen oder was? Wieso kommt ihr unangekündigt? Warum? Nein, sagt, kommt ihr alle, als hätte er auf sie gewartet. Kommt rein, ist alles da. Und er geht zu der Familie und schickt sie zu der Nachbarschaft. Holt alles Essbare, schenkt. Wenn dann habt ihr Käse, Schafskäse, ein Stück Brot, dann kann man es schneiden, so ganz leicht schneiden. Deshalb heißt es bei uns, ein Gastgeber und ruiniert der Nachbarschaft. Die Deutschen sind selbstständig. Sie sagen, wir kommen zu viert. Sie können wirklich den Tisch decken, zu viert. Will ein Fünfter kommen, telefonieren Sie stundenlang wegen diesem Fünften. Und Sie beruhigen den Gastgeber, dieser Fünfte macht sowieso Diät. Lustiger Mensch, machen Sie keine Sorge, der setzt sich irgendwie im Büro, macht euch
ich dir gerade der hat von euch gehört, der will euch gut kennen. Also großartig kultivierte Beruhigung, dass er das hier frühstückt. Und zwar, wir kommen ganz rein. Ganz rein. Bei uns, wenn Gäste kommen, schreit der Gast, wir haben Gäste, damit das Essen kommt. Ja. Die Deutschen wollen selbstständig niemand stören. Manchmal müssen wir sogar auf Zehenspitze. Ich habe gedacht, warum sind wir Schmuggler hier oder was? Die Nachbarn wollen nicht gestört werden. Warum nicht gestört werden? Man schleicht zu dem Gastgeber, ist und geht auch schleichen. Das sind verschiedene Kulturen. Und da habe ich mich gefragt, warum Nudelsalat? Das ist nicht Deutsch, warum? Und dann habe ich das herausgefunden. Nudelsalat ist das einzige Gericht, was man niemals falsch machen kann. Sie können sich anziehen und springen und der linken Hand drehen und mal probieren, die Erbsen von Aldi rein. So Würstchen auch rein, das ist diese scheußliche Variante. Und man sagt also gut, Ausländer passen sich auch an, das soll mir keiner Märchen erzählen, ich passe mich nie an, das gibt's nicht. Der Mensch ist ein Anpassungswesen, das gibt's nicht. Lebt man lange in Italien, wird auch die Sitte in Italien aufnehmen, das geht nicht. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ein Ausländer vor Ihnen angibt, sobald er pünktlich zur Bushaltestelle geht, ist er schon angepasst. Im Süden winken wir, da steht der Bus. Manchmal wollen wir nicht täuschen, sondern da steht er. Hier versuchen wir mal zu winken. Dann nimmt der Bus die Hand mit. Und wenn man das 5-6 Mal gemacht hat und verspätet kam, geht man dann pünktlich zur Haltestelle. Ich bin auch angepasst. Nach 40, 30 Jahren ist man angepasst. Ich akzeptiere viele Geschenke, ohne sie zu betrachten als Beleidigung, aber der Nudelsalat bleibt im Auto. Ich danke Ihnen.